Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Rienbacher, Börsentrainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema, ab wann macht ein Maximalkrafttraining Sinn? Ganz einfach, klar, im Krafttraining ist der oberste Parameter für den Muskelzuwachs. Mir ist klar, dass ihr gesund essen müsst, gesund schlafen müsst und so weiter. Das sind alles Dinge, die setze ich voraus. Aber der wichtigste Parameter sonst im Krafttraining ist, dass ich natürlich eben die sogenannte maximal gehobene Last und die sogenannte gesamt gehobene Last erhöhen kann. Die maximal gehobene Last ist zum Beispiel, dass ich anstatt mit beim Bankdrücken, anstatt mit zum Beispiel 80 Kilo Bankdrücken, eher mal 85, 90, 95, 97,5, 98,5, 99,5, 100 Kilo drücken kann. Das ist dieser Parameter, der ist wichtig. Wenn dieser Parameter in regelmäßigen Abständen gesteigert werden kann, habt ihr schon mal den ersten Fuß in der Tür für den Muskelaufbau, wenn die restlichen Parameter dazu stimmen. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn ihr irgendwann mal, das erreicht jeder, in eurem sogenannten Hypertrophietraining. Hypertrophietraining findet zwischen 6, 8, 10 bis maximal 12 Wiederholungen statt, in einem gewissen Reizzeitfenster, das zwischen 25, 30 bis zu 40 Sekunden liegt. Wenn ihr in dem Bereich einfach die maximal gehobene Last nicht mehr erhöhen könnt, das heißt, ihr macht schon seit einem halben Jahr Bankdrücken, Schrägbankdrücken mit der Kurzhandel, mit der Langhandel, Kreuzheben, Kniebeugen, was auch immer, Langhandel drücken über Kopf, macht ihr mit Gewicht X, ihr kommt da nicht mehr drüber. Dann solltet ihr euch mal dringend Gedanken machen, ob ihr nicht einfach mal eine Maximalkrafttrainingseinheit einlegt, wo ihr dann 4, 6, 8 Wochen lang vorwiegend mit 2, 3, 4 Wiederholungen arbeitet. Das ist ein sogenanntes Maximalkrafttraining, da hat man natürlich ein ganz anderes Reizzeitfenster. Man arbeitet in einem kleinen Reizzeitfenster, wo man dann 6, 8, 10 Sekunden Belastungsdauer hat. Man hat etwas längere Pausen zwischen den einzelnen Sätzen, damit man sich wieder vollständig erholen kann. Und das ist aber ein Training, was in der Regel nicht zum Muskelaufbau führt, sondern zur Kraftsteigerung. Und wenn man in regelmäßigen Zyklen ein Maximalkrafttraining in seine Makrotrainingsplanung, das heißt in Jahr lang plane, Dreivierteljahr lang plane, in regelmäßigen Zyklen immer wieder dieses Maximalkrafttraining mit einbaue, dann werdet ihr auch immer wieder sehen, dass eure maximal gehoben lasst im Hypertrophie-Trainingsbereich, in den 6er, 8er, 10er, 10er Wiederholungen, 12er Wiederholungen, dass ihr da wieder steigern könnt. Und ihr werdet sehen, dass wenn ihr mal ausrechnet, von Trainingstag zu Trainingstag, mal einfach alle Übungen nimmt, alle Wiederholungen mit dem Gewicht, was ihr gemacht habt, es gibt die sogenannte Gesamtgehobenlast, alle zusammen addiert und ihr euch aufschreibt, und ihr werdet sehen, wenn ihr immer wieder ein Maximalkrafttraining einschaltet dazwischen, über einen gewissen Zeitfenster X, dass ihr dann diese beiden Parameter, die maximal gehobene Last und die gesamt gehobene Last, dass sie sich wieder nach oben orientiert. Und wenn es nur 20, 30, 40, 50 Kilo bei der gesamt gehobenen Last ist, aber es ist eine Steigerung. Wenn ihr aber weiterhin, und zwar monatelang, mit den gleichen Gewichten die gleiche Wiederholungszahl macht, warum sollte euer Körper einen Sinn darin entdecken, seine Muskelmasse vergrößern? Da gibt es doch gar keinen Sinn für ihn. Es ist doch nur dann Sinn, wenn er sagt, okay, der Widerstand ist höher, der Reiz an den Muskelfaserbündel ist höher. Jetzt muss ich mich aus Schutzgründen anpassen und ich werde mein Muskelvolumen erhöhen. Denkt mal bitte dran. Deswegen macht es Sinn, in regelmäßigen Zyklen diese Maximalkrafttrainingseinheiten einzulegen. Und bei einer Maximalkrafttrainingseinheit nutzt man nur Freihandübung. Das ist sowieso die Nummer 1 im Krafttraining, im gesunden Krafttraining, funktionalen Krafttraining, nutzt man Freihandübungen, typischen Grundübungen, Kreuzheben, Langhandeldrücken stehend, Schrägbankdrücken, Flachbankdrücken, Kniebeuge, verschiedene Varianten. Und das solltet ihr regelmäßig einbauen, Maximalkrafttrainingseinheiten. Und zwar immer dann, wenn ihr feststellt, ihr seid auf dem Plateau, es geht nicht mehr weiter. Es gibt natürlich auch noch einen anderen Hintergrund, um sich ihr könnt natürlich auch einmal eine Pause einlegen, weil er einfach übertrainiert wird. Aber wenn er immer noch feststellt, dass diese Parameter nicht besser werden, dann wird es Zeit, sich Gedanken zu machen über ein Maximalkrafttraining. Maximalkrafttraining ist nicht nur für Gewichtheber, das ist auch für euch gut. Genau aus diesen Gründen war es das schon. Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, deine Kraft, vor allem deine Maximalkraft, auch meine Aufgabe.